Man war dann laufen, aber es war irgendwie nie zufriedenstellend. Also die verbrannte Kalorienzahl, die ich mit meiner Tracking-App gesehen habe, die war nie groß genug und irgendwie wollte ich immer mehr. Ich habe mich nie gut genug gefühlt, habe nie genügend Kalorien verbrannt, um mir jetzt zum Beispiel eine Pizza abends zu verdienen, wenn man mal mit Freunden essen gehen will. Ja, und leider wurde das Verhältnis zum Essen und zum Laufen immer, immer schlechter. Ich bin Milena, bin 22 Jahre alt und studiere Europäische Medienwissenschaft an der Uni Potsdam. Der damalige Freund meiner Mama, der war Marathonläufer und immer wenn er bei uns war, sind wir zusammen laufen gegangen und so habe ich irgendwie diesen Sport für mich entdeckt, diese Liebe zum Laufen. Und ich fand das so beeindruckend, was er geleistet hat, diese Distanzen, dass er das einfach laufen kann. Und dann ist bei mir irgendwie dieser Traum entstanden, boah, einmal in meinem Leben möchte ich das auch machen, einmal in meinem Leben möchte ich auch einen Marathon laufen. Anfänglich habe ich es total genossen und es hat mir total viel gegeben, einfach laufen zu gehen. Es war aber damals so, dass meine Mama sehr dünn gewesen ist und meine Mama war schon immer ein großes Vorbild für mich. Und dann, ja, dachte ich mir, oh, meine Mama ist dünn, ich muss auch dünn sein, ich will auch dünn sein. Und auf einmal ging das leider in eine sehr krampfhafte Richtung, dass ich laufen gegangen bin, um abzunehmen. Und ich habe mir quasi selbst nur erlaubt zu essen, wenn ich laufen war, wenn ich genügend Kalorien verbrannt habe. Weil sonst würde ich ja zunehmen, wenn ich esse, ohne laufen zu gehen. Irgendwie war man nie zufrieden, irgendwie war es nie genug. Man hat dann auf die Kalorien geguckt, ich track meine Läufe, man hat auf die Kalorien geguckt. Und ja, man war nicht zufrieden mit dieser Zahl, weil man wusste, oh, später geht man Pizza essen mit Freunden und so eine Pizza hat bestimmt viel mehr Kalorien, als jetzt dieser Lauf verbrannt hat. Und irgendwie, ja, mein größtes Ziel war einfach, das viel zu laufen, um viele Kalorien zu verbrennen. Und es wurde einfach immer stärker, immer stärker. Ja, das ging tatsächlich über mehrere Jahre, also ich glaube, es waren ungefähr 3 Jahre. Und dann kam der Punkt, dass ich ins Ausland gegangen bin, für ein Jahr. Und wenn so ein Körper immer extrem gefordert wird und nicht genügend Nahrung bekommt, man kann so ein Gewicht nicht auf lange Zeit halten. Und da kam dann der Punkt, dass ich meinen Körper alles zurückholen wollte und ich habe über 10 Kilo zugenommen. Und ja, das war auch der Punkt, wo ich realisiert habe, wow, mein Verhältnis zu Essen und zu Sport ist überhaupt nicht gesund. Und ja, meine oberste Priorität war dann, das zu fixen und ja, erstmal ein gesundes Verhältnis dazu bekommen. Deswegen habe ich dann mit dem Laufen aufgehört. Das ging tatsächlich 4 Jahre lang, dass ich nicht gelaufen bin. Und dann war es so gewesen, vor 1,5 Jahren habe ich mich mit meinen Freunden hier getroffen und wir haben einen Urlaub geplant. Ich habe ein Wochenende vorgeschlagen und meine Freundin meinte, da kann sie nicht, sie läuft dann Halbmarathon. Und irgendwie hat diese Aussage bei mir alles wieder wachgerüttelt und ich war so, wow, ich hatte ja eigentlich auch mal diesen Traum, so eine Distanz zu laufen. Und ich habe mich tatsächlich an dem Abend noch für einen Halbmarathon angemeldet. Ja, und irgendwie hat das alles verändert, weil auf einmal hatte ich ein Ziel, auf das ich trainieren kann. So, Laufen hatte nicht mehr den Zweck, Kalorien zu verbrennen, sondern auf einmal hatte ich diesen Traum wieder vor Augen, diese Distanz laufen zu wollen. Und auf einmal hatte ich wieder eine ganz andere Verbindung zu diesem Sport. Ab da habe ich weitergemacht und nicht mehr aufgehört. Ich habe mich dann für mehrere Laufevents hier in der Umgebung angemeldet, bin dann einen zweiten Halbmarathon gelaufen, bin auch den Drittelmarathon in Potsdam gelaufen. Ja, und meine Leidenschaft fürs Laufen ist geblieben. Ja, ich esse jetzt noch schnell eine Banane vom Lauf, die mir gut Energie gibt. Und dann für während den Lauf habe ich ein Energiegel dabei, das mir so ab Kilometer 7 neue Energie gibt. Dann wärme ich mich jetzt noch kurz auf und dann geht's an die Startlinie. 4, 3, 2, 1. Also es gibt natürlich immer Ups und Downs. Mal ist es schlechter, mal ist es besser. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass es mir unfassbar viel gibt. So früher bin ich aufgewacht und musste mich motivieren, laufen zu gehen, um Kalorien zu verbrennen. Und heute wache ich auf und kann es kaum abwarten, laufen zu gehen, weil es mir einfach so viel Energie gibt. Ja, und dann kommen noch die Laufevents dazu. So viele Menschen an einem Ort, die diese Leidenschaft teilen. Das ist unfassbar motivierend und bringt mich einfach dazu, mich immer wieder für so coole Events anzumelden. Ja, also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass mein Verhältnis zum Laufen inzwischen sehr, sehr gesund ist. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür.